Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute bin ich in Kairo. Wir sind heute in Kairo. Ich habe hier eine Begleitung mitgebracht. Wir kennen die aufmerksamen Zuschauer wahrscheinlich schon aus Videos wie Sputnik Spring Break 2016, 17, 18. Das war der Herr, der die lustigen Flachwitze vorgelesen hat. Und da habe ich gedacht, der hat so viel Unterhaltungspotenzial, den nehme ich mal mit. Auf jeden Fall heute Ausflug nach Kairo, zu den Pyramiden und ins Ägyptische Museum. Wir wurden 2 Uhr in der Nacht abgeholt im Hotel, sind dann eine gute halbe Stunde gefahren bis zu dem Sammelplatz, wo sich die ganzen Reisebusse dann treffen, um mit dem Konvoi nach Kairo zu fahren. Ewig lange. Wir waren dann, glaube ich, so 9:30 in Kairo, sind erstmal so ein bisschen durch die ärmeren Stadtteile gefahren oder wahrscheinlich einfach durch Stadtteile und dann ins Ägyptische Museum. So, jetzt haben wir es endlich geschafft, ins Ägyptische Museum, nach 1000 Stunden Fahrt. In Luxor, Kairo. In Luxor. Und los. Cool. Nicht mehr viel übrig davon. Ihr meint, das waren wir vorher aufgefressen haben. Gucci. Also ich sehe hier in der Kamera genau die Spiegelung vom Deckenfenster. Aber das ist auch schön. So, dann gehen wir mal in den Animal Mummy Room. Hui, Riesenfisch. Alter Lachs. Ja, das ist ein alter Lachs, quasi. Und ein Riesenkrokodil. Ich stehe da ja mal ein Haus auf der Straße, mitten auf der Straße. Und jetzt, finally, Pyramide! Ja! Huhu, da ist die andere. Und danach geht's noch zur Sphinx und davor geht's aber noch in die Pyramide. Und bitte. Hallo, wir sind jetzt bei den Pyramiden von Gizeh. Ich heiße. Hier steht nichts. Du musst deinen Namen einfügen.
Ich heiße Oliver und bin die Begleitung von Jeanette auf diesem wunderschönen Ausflug. Ich freue mich sehr, das sehen zu können. Fertig. Super, im Kasten. Was für ein Blick. Endlich geht's in die Pyramiden. Wow. Okay. Ist ein bisschen wie ein Bergwerk, oder? Die haben einfach die ganze Pyramide kaputt gemacht, die Schweine. Die Schweine. Ja, war gar keine Tür nicht. Oh, die Klima haben sie auch nicht an. Es ist schön warm hier drüber. Wenn ihr nach Kairo fahrt, vergesst das Beauty Case nicht. Dann seht ihr so aus wie ich, müde. Also nur mal kurz zum Mitschreiben, es ist super eng und super voll. Ich zeige euch das mal kurz. Das ist der Ein- und Ausgang, also der einzige Gang quasi. Stinkt ein bisschen nach Pipi, oder? They should have like stopped. Es ist eine Grabkammer. Überlegt euch das ganz genau. Ja, es ist anstrengend und es ist heiß und es ist super eng. Aber du machst es halt wahrscheinlich auch nur einmal im Leben. Und wer kann schon behaupten, dass er mal in der Pyramide war? So, last stop. Sphinx. Ist ja schon fast Sonnenuntergang hier. Irgendwie voll. Alle Nationen vertreten hier. Ist ja wie bei der FIFA World Champions Dingsbums. Fußball-Dings. Welt. Fußball. Ja. Örtliche Triller. Und? Gut? Tipptopp. Ich liebe auch Menschen jetzt noch viel mehr. Nichts auszusetzen. 3 von 5 Sternen. So, jetzt könnt ihr hier noch shoppen gehen. Allerlei. Späßchen. Kamele. Original ägyptische Souvenirs aus China. Original aus China. Angeblich ist das hier ja nicht aus China. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben dafür. Und lasst gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann natürlich... Macht das doch! Genau, dann macht das doch einfach mal. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin!